Fame, Glamour und Blitzlicht. Einfach alles im Leben von Kylie Jenner scheint nicht zu überbieten. Sie ist einer der bekanntesten Social-Media-Stars der Welt, erfolgreiche Unternehmerin und Reality-TV-Ikone. Doch wie sieht es eigentlich hinter der Fassade aus? Kylie ist gerade einmal 9 Jahre alt, als sie zum ersten Mal durch eine Folge von Keeping Up with the Kardashians wirbelt. Die kleine Halbschwester von Kim Kardashian hat vor allem zu Beginn der Reality-TV-Serie den Ruf des aufgedrehten kleinen Mädchens. Denn schüchtern sei sie bei den Dreharbeiten nie gewesen, erinnert sie sich. Vor allem als Kind wollte sie wohl einfach nur Spaß haben. Doch die Chance auf eine normale Kindheit wird ihr die Show nie geben. Denn in den nächsten 8 Jahren wächst sie vor der Kamera auf. Eine Filmcrew begleitet sie mindestens 10 Stunden am Tag, so lange dauert ein Drehtag. Die Idee zu dieser Reality-Show hatte Kris Jenner. Die Mutter der 6 Kardashian-Jenner-Kinder glaubt damals, dass ihre Familie genug Stoff bietet und hat den Sender damit überzeugt, dass auch emotionale Tiefpunkte nicht vor der Kamera versteckt werden. Vor allem aber die 27-jährige Kim will unbedingt berühmt werden und ist am Anfang der Star der Serie. Etwas Fame hat sie schon durch Promi-Freundschaften und Schauspielversuche. Als sie dann auch mit Model-Shootings durchstartet, verdient Mutter Kris an jedem Deal mit. Denn die ehemalige Stewardess, die schon ihren Mann, den Olympiathleten Bruce Jenner, vermarktet, nutzt die Inszenierung ihrer Familie im TV clever, um ein ganzes Geschäftsimperium aufzubauen. So wird sie in Zukunft bei all ihren Töchtern mitverdienen. Und Kylie? Die wird bald ein Teenager und interessiert sich immer mehr für ihr Aussehen. Vor allem die Make-up-Sammlung ihrer Mutter hat es ihr angetan. Sie liebt Lippenstifte und verbringt jede freie Minute mit ihrer Schwester Kendall, die 2 Jahre älter ist. So sind die beiden auch im TV immer im Doppelpack zu sehen als die lustigen kleinen Schwestern. Das lässt sich gut als Ausgleich zu den vielen Dramen der großen Schwestern Kim, Chloe und Kourtney inszenieren, die damals schon in ihren 20ern sind. Liebesgeschichten, Tränen und Familienalltag, die Zuschauer identifizieren sich mit der reichen Familie aus Los Angeles, sagen Psychologen. Denn die Produzenten schaffen es, das Leben der Familie so darzustellen, dass alles echt wirkt. Das Interesse an dem Clan wächst auf diese Weise immer mehr und schon ab der 2. Staffel wird die Serie sehr erfolgreich. Wegen ihres Aussehens werden vor allem Kim und Kourtney immer als Sexsymbole gehypt und verdienen nun ihr Geld auch mit Model-Shootings. Kylie bekommt das alles natürlich mit und vergleicht ihr Aussehen mit dem ihrer Schwestern. So wird sie immer unsicherer und auch das Leben in der Öffentlichkeit macht ihr zu schaffen. Jeden Tag sah ich etwas Negatives in den Medien über mich, das hat mich völlig zerrissen, sagt sie heute in einem Interview. Aber es kommt noch schlimmer. Als Kylie mit 15 Jahren in einen Jungen verliebt ist, der ihre Lippen zu schmal findet, stürzt sie das in große Selbstzweifel. Denn vorher hatte sie das selbst so nie wahrgenommen. Kylie fühlt sich bald nicht mehr schön und versucht sich mit Make-up größere Lippen zu zaubern. Ihre Unsicherheit aber bleibt. Offen über ihre Gefühle reden kann sie vor allem mit ihrem Vater Bruce und ihrer Halbschwester Chloe. Mit der ist sie sogar so eng, dass sie fast wie eine Mutter für sie wird. Aber Kylie hat nicht nur Hater. Immer mehr Mädchen identifizieren sich mit ihr, weil sie im gleichen Alter sind. Und auch ihr ausgefallener Style und ihre Promi-Freunde stärken das Interesse. Als sie dann auch noch mit eigenen Profilen ins Social Media Game einsteigt, wächst ihre Fanbase immer mehr. Bereits mit 15 Jahren bringt sie, zusammen mit Kendall, ihre erste Klamottenkollektion raus und macht so schon früh eigene Schritte als Unternehmerin. Ein Move, der in der Familie inzwischen Standard ist, denn auch Kylies große Schwestern haben schon länger ihre eigene Marke. Und trotzdem, Kylies Unsicherheiten bleiben. Diese scheinen nach einer Weile sogar so groß zu sein, dass sie sich entscheidet, ihre Lippen aufspritzen zu lassen. Diese Veränderung fällt natürlich auf, wenn man ein Leben vor der Fernsehkamera führt. Die Medien sind skeptisch und schnell gibt es Schlagzeilen. Es wird vermutet, dass Kylie aussehen will wie ihre Schwestern. Die aber behauptet, sie habe sich den Schmollmund nur geschminkt, doch heizt sie damit die Gerüchteküche nur noch weiter an. Ihre Lippen werden so sehr zum Thema in der Presse, dass diese ihr Markenzeichen werden.
Junge Mädchen starten sogar eine Social-Media-Challenge. Dort versuchen sie, ihre Lippen durch Ansaugen in einem Glas voluminöser zu machen. Ärzte warnen schnell und Kylie kontert, es sei gar nicht ihr Wunsch, dass andere so aussehen wollen wie sie. Manche vermuten heute aber, dass Kylie und Mama Chris diesen Skandal vor allem clever als Verkaufsstrategie nutzen. Denn kurz nachdem Kylie dann doch zu ihren Lipfillern steht, geht sie mit ihrer eigenen Make-up-Firma an den Start. Und Kylie Cosmetics schlägt Ende 2015 ein wie eine Bombe. Ihre 100 Millionen Social-Media-Follower reißen ihr die ersten 15.000 Lip-Kits innerhalb von einer Minute förmlich aus der Hand. Ihre eigene Unsicherheit über ihr Aussehen und ihre Beliebtheit bei den Fans waren also die perfekte Kombi für den Erfolg der Jungunternehmerin. Heute behauptet sie sogar, es sei ihr Schicksal gewesen und das Make-up sie viel selbstsicherer macht. Ob das wohl wieder nur eine Verkaufsstrategie ist? Fest steht jedenfalls, dass Kylie es mit 18 Jahren geschafft hat, das bekannteste Mitglied und die größte Influencerin des Kardashian-Jenner-Clans zu werden. Noch mehr Hintergründe zu den Kardashians findet ihr übrigens hier. Und eine weitere spannende Biografie ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.